Bevor ich beginne, HTML und CSS zu schreiben, möchte ich ganz kurz über dieses Setup sprechen, das du hier vor dir siehst. Ich habe ein Browserfenster geöffnet. Die Adresse darin ist localhost 3000. Das ist eine automatisch generierte Adresse hier lokal auf dem Computer eines virtuellen Servers, der hier oben links in meinem Terminal läuft. Das ist eine kleine Software, die heißt BrowserSync und die macht einerseits diesen Server, über welchen der Browser auf den Inhalt meiner HTML-Datei zugreifen kann, und gleichzeitig prüft BrowserSync, ob ich speichere, jedes Mal, wenn ich HTML oder CSS in den Ordner speichere, wo das läuft, wird diese Seite automatisch aktualisiert. Ich habe hier ein Terminalfenster, das in verschiedene Bereiche unterteilt ist. Dies tue ich mit einer Software, die heißt Tmux. Damit kann man ein Terminalfenster in mehrere weitere Terminalfenster unterteilen und sieht gleichzeitig mehrere Dinge in einem einzigen Fenster. Also wie gesagt, oben links läuft in einem einzelnen Terminalfenster ein virtueller Browser namens BrowserSync. Unten links habe ich das HTML-Dokument geöffnet in einem Texteditor namens Vim, und auf der rechten Seite werde ich ebenfalls im Texteditor Vim mein Style-Sheet öffnen und bearbeiten. Ich arbeite mit diesem Setup, weil es mir am wohlsten damit ist und ich auf die Maus komplett verzichten kann, beziehungsweise weitgehend aufs Trackpad verzichten kann. Ich kann alles, was ich tun will, mit der Tastatur tun, und so ist es mir am wohlsten. Ich würde aber nicht empfehlen, dass du versuchst, dieses Setup bei dir zu installieren. Es dauert Stunden und Tage, das einzurichten und in eine Form zu bringen, mit der man arbeiten kann, beziehungsweise es so einzurichten, dass es dir damit wohl ist. Wenn es dich interessiert, Vim auszuprobieren, das ist ein sehr interessanter Texteditor. Es ist damit möglich, Text schnell zu editieren und effizient zu editieren, ohne dass es nötig ist, mit der Maus oder mit dem Cursor zu arbeiten. Dann kannst du im Terminal Vim Tutor schreiben. Das öffnet eine Anleitung, die gleichzeitig eine Art Übungsfeld für diesen Texteditor ist. Man kann das durchlesen und kommt relativ schnell rein. Aber wie gesagt, das ist nichts, was bei uns im Kurs Thema ist, und es ist nichts, was du unbedingt benötigst in deinem Leben. Alles, was ich hier tue, kannst du genauso gut in Visual Studio Code tun.